Setzt euch so hin, dass es für euch gut passt, dass ihr euch wohlfühlt. Schließt die Augen. Geht's ganz langsam, aber wie so eine Energie, die durch den Körper fließt, gedanklich jetzt auch durch den Körper durch. Beginnt's bei den Füßen. Und lasst die Aufmerksamkeit dann entlang der Beine über den Körper hochwandern und nehmt für euch wahr, wie fühlen sich die einzelnen Bereiche, aber natürlich auch der Körper so als Gesamtbild an. Wo fühle ich mich weich? Wo nehme ich vielleicht eher eine Verspannung oder eine Blockade wahr? Versucht den Körper dabei eher noch ruhig zu halten, um dann mal zu schauen, was nehme ich sozusagen in dieser Bewegungslosigkeit wahr? Es kann sich natürlich ganz anders anfühlen, sobald ich in dem Bereich in die Bewegung gehe. Aber jetzt nehmt es einmal eher in dieser Ruhe wahr. Lasst die Augen dabei geschlossen. Spürt die Arme, die Schultern, den Nacken, das Gesicht. Die Stirn, das Kiefer. Nehmt's für euch wahr, ob ihr gefühlt jetzt sehr viel Energie habt oder eher weniger. Ist Kraft da oder Müdigkeit? Oder bin ich irgendwo dazwischen in meinem Empfinden? Ihr habt sicher auch schon feststellen können über die letzten Minuten, wie konzentriert ihr gerade seid. Ganz unabhängig von dem, was rundherum eventuell passiert und da ist. So die eigene Achtsamkeit für das, was gerade passiert. Und nehmt zwar was die bewusste Atmung, wenn wir jetzt mit der Ujjayi-Atmung beginnen, noch macht mit euch. Das verändert auf all den Ebenen, die wir gerade angesprochen haben. Das heißt, ihr beginnt für euch in Ujjayi zu atmen. Bis zu einem gewissen Grad kann ich vielleicht wahrnehmen über die Bewegungen, wenn ihr sie später macht, ob euer Atem gut fließt. Aber durch die Art des Unterrichts liegt es natürlich hauptsächlich an euch, da euch immer wieder ins Bewusstsein zu führen. Gleichmäßige Atmung. Bewusst vielleicht auch einmal das Aus- oder Einatmen in die Länge ziehen, dort wo es notwendig ist, wo es euch unterstützt. Eine Verbindung schaffen später, wenn wir in die Bewegung gehen, mit der Atmung. Atmet hörbar und nehmt wahr, was verändert sich. Die gleiche ruhige Sitzhaltung. Wie empfinde ich jetzt meinen Körper? Die einzelnen Bereiche.
Was passiert mit meiner Aufmerksamkeit, mit meiner Energie? Dann beginnt es noch mit geschlossenen Augen ganz sanft in ein Kreisen der Schultern zu gehen. Kleine Bewegung. Ihr könnt es gleichmäßig rechts und links kreisen, ihr könnt es aber auch so ein bisschen abwechselnd machen. Schaut, was euch gut tut, nach vor, zurück, vielleicht ein Richtungswechsel ab und an. Langsamer oder schneller, ihr entscheidet. Und auf dieselbe Art und Weise bringt es dann Bewegung in den ganzen Nacken-Halsbereich. Lasst die Schultern zur Ruhe kommen und entscheidet auch da, wie groß oder klein ist die Bewegung. Ist es ein Kreisen oder eher ein Heben und Senken? Denkt dran, ihr wollt es mobilisieren, da braucht es keine großen Bewegungen. Aber so einen Bewegungsfluss und weiterhin dieses ganz bewusste Wahrnehmen. Wie fühlen sich jetzt die einzelnen Bereiche an, wenn die Bewegung dazukommt? Vielleicht nehme ich Spannung wahr, wo ich sie vorher nicht gespürt habe. Oder umgekehrt, vielleicht bin ich mal überrascht, wie weich ein Bereich eigentlich ist in der Bewegung, wie frei. Dann beginnt es mit den Händen auf den Knien entlang der gesamten Wirbelsäule zu bewegen. Das kann wieder ein Kreisen sein, das kann ein Rundmachen und Öffnen sein. Und lasst ruhig die Augen geschlossen, sodass ihr ganz für euch entscheidet, welche Bewegung macht ihr, in welcher Intensität führt ihr die Bewegung aus. Die, die jetzt noch dazugekommen sind, die Ulrike und die Judith, zumindest die Namen, die bei mir stehen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr eure Kamera anschalten, dann kann ich euch zumindest ein bisschen unterstützen im Üben. Es bleibt euch überlassen. Aber falls ihr es noch nicht kennt, wundert euch nicht, wenn ich ab und zu Namen nenne. Hallo. Kommt dann langsam in den Vierfußstand, bewegt euch auch dort selbstständig noch ein bisschen durch. Ich überlasse jetzt so die kleinen Bewegungen am Anfang mehr euch. Auch die Julia bewegt sich so im Vierfußstand, wie es für sie gerade stimmig ist, ohne viel drüber nachzudenken. Lasst die Bewegungen so ein bisschen kommen, immer in Verbindung mit dem Atem. Und auch später, wenn wir dann in die Sonnengrüße und in die Stehpositionen hineingehen, liegt es an euch zu entscheiden, wo eventuell auch einmal Stopp ist. Wie weit ihr sozusagen gehen möchtet. Wir werden ziemlich lang in jeder Position bleiben und immer so ein Stückchen dazu nehmen. Ganz fokussiert, nicht zu schnell. Dann kommt es langsam Richtung V-Ausstellung. Auch da in eurer Möglichkeit noch ein Durchbewegen. Langsam. Beginnst dann nach vorne zu wandern ins Stehen, Wirbel für Wirbel euch aufzurichten. Vielleicht übernehmen wir das noch zur anderen Seite, dass sie dann auch gut für dich sehen. Könntest die Augen schon schließen und die Hände vor der Brust falten.
Wir werden gemeinsam das Mantra singen und dann wirklich schön fokussiert durch die Sonnengrüße durchgehen. Es ist immer ein bisschen anders. Das heißt, versucht es nicht zu schnell zu üben, sondern meinem Tempo zu folgen. Gilt natürlich auch für die Julia. Das heißt, die Anweisung kommt rechtzeitig, aber hudelt es nicht. Vande Gurunam Charanaravinde Sandarashita Swatma Sukhavapote Nishreyase Jangalikayamane Samsara Hala Hala Mohashanti Abahu Purushakaram Shankra Shakrasi Darinam Sahasra Shirasam Shwetam Pranamami Patanjalim Beginnst noch im Stehen den Atem bewusst wieder aufzunehmen, in die Länge zu holen. Noch einmal zu gähnen, wenn es notwendig ist. Und dann heben wir mit der Einatmung die Arme nach oben an. Und senken langsam mit dem Ausatmen in die erste Vorbeuge. Einatmen, öffnet der Oberkörper und ihr steigt rechts zuerst mit beiden Füßen in den Stütz und senkt im Bauchlage ab. Nur bewusst rechts beginnen. Wir gehen in eine kleine Kobra, das heißt, das Becken bleibt liegen, das Brustbein öffnet. Und ausatmen in die Fahrstellung. Wenn es euch gut tut, könnt ihr natürlich noch ein bisschen in der Fahrstellung euch durchbewegen. Vielleicht kannst du, Bettina, wenn du wieder im Stehen bist, die Kamera so ein bisschen runterziehen, weil so sehe ich ganz wenig von dir, die Bettina. Drishti ist an sich der Nabel, das heißt nicht, dass der Blick dorthin gehen muss, aber vielleicht der Fokus Richtung Bandhas, Richtung Uddiyana Bandha, dass das Becken in dieser Höhe hält. Und wir beginnen rechts wieder das Vorsteigen mit der Einatmung über zwei möglichst lange Schritte nach vor und ausatmen, schließt der Oberkörper Richtung Beine. Einatmen, nach oben öffnen, die Arme heben an. Ausatmen, Samastiti. Super, Bettina. Ein, die Arme wieder anheben. Ausatmen in die Vorbeuge. Einatmen, lang strecken, jetzt beginnt ihr links mit beiden Füßen in den Stütz. Wir senken noch einmal den Bauchlage ab, bis auf die Ira, senken alle am Bauch ab. Ihr geht in die hohe Kobra mit der Einatmung, wenn euch das möglich ist. Das heißt, jetzt löst das Becken und die Knie, unbedingt Ulrike, auf die Knie weg. Und aus in die Fahrstellung. Wir bleiben wieder. Das heißt, die hohe Kobra bedeutet flacher Rist. Ihr legt es auch wirklich über den vorderen Teil vom Sprunggelenk ab. Und die Knie sind nicht am Boden in der hohen Kobra. Die Schultern sind weg von den Ohren, auch jetzt natürlich in der Fahrstellung. Wenn wir jetzt uns ein bisschen steigern, ist das kein Muss. Ihr könnt dort bleiben, wo wir schon waren. Wir kommen jetzt links beginnend mit zwei großen Schritten mit der Einatmung nach vor
Und ausatmen, schließt der Oberkörper Richtung Beine. Einatmen, öffnen wir nach oben, die Arme heben an. Und ausatmen, senken die Arme ab. Einatmen, heben die Arme wieder an. Ausatmen in die Vorbeuge. Wir öffnen und wer möchte, kann jetzt schon einen Sprung machen nach hinten. Mit der Ausatmung direkt Richtung Boden ablegen, noch ein letztes Mal. Und ganz aktiv nochmal in die hohe Kobra. Spürt's nochmal, wie sich die Länge vorne aufbaut, wie die Handballen gut Druck geben. Und aus in die Fahrstellung. Das ist jetzt super hell, das ist ganz anders. Spürt's auch die Fahrstellung immer aktiver. Was machen die Finger? Gelingt's mir so ein bisschen nach außen zu rotieren über die Hüften? Das Becken gut anzuheben, den Rücken, Ulrike, vielleicht noch so ein bisschen zu verlängern vom Gefühl her. Auch wenn die Knie dafür leicht beugen müssen. Auch da wieder, wenn ihr möchtet, der Sprung mit der Einatmung jetzt nach vor. Ansonsten bleibt es beim Steigen oder macht zwei kleine Sprünge. Ausatmen, das Schließen Richtung Bein. Ein, das Öffnen nach oben. Aus, senken die Arme. Ein, wieder öffnen. Aus in die Vorbeuge. Lass dir Zeit, Nina, einöffnen. Kommt in den Stütz, aber mit gestreckten Armen. Ihr springt oder steigt, die Arme bleiben gestreckt. Wir halten da jetzt kurz. Stabilisiert euch über den unteren Rücken. Der Nacken ist lang. Und ihr schiebt jetzt ein paar Mal das Gewicht so ein bisschen nach vor und wieder zurück. Gerade so, dass die Zehen noch aufgestellt bleiben. Langsam und sinkt dabei nicht ein im unteren Rücken. Macht euch vom Gefühl her fast ein bisschen runder. Wenn es genug ist, ihr jederzeit zum Boden mit den Knien. Probiert es einmal, ob ihr euch vorstellen könnt, über die Zehen drüber zu rollen aus der Position. Dass es von der Distanz her vorstellbar ist. Dann stabilisiert euch wieder im Stütz. Und entweder ihr rollt in die hohe Kobra, aber für viele legt die Füße einen nach dem anderen um und öffnet dann mit der Einatmung genau direkt in die hohe Kobra. Brustbein auffächern und aus in die Fahrstellung. Versucht es mit uns vom Tempo her mitzugehen, auch wenn ihr natürlich oft wisst, was kommt. Es geht ja auch darum, Kraft aufzubauen. Also eine Position einmal länger zu halten, schadet nicht. Wer sich unsicher ist mit dem Sprung, teilt es in zwei, drei kleine Sprünge auf. Mit der Einatmung kommt es vor, ihrer natürlich eher ein Steigen. Super, Ulrike, genau. Und aus, das Schließen. Ein, öffnen wir nach oben. Ausatmen, senken die Arme ab. Ein, die Arme wieder anheben. Wir bleiben beim Sonnengruß A. Aus in die Vorbeuge. Ein ins Öffnen und wieder in den Stütz. Die Arme bleiben gestreckt. Jetzt wird's anstrengend langsam. Ira, du kannst dasselbe auch auf den Knien machen. Gilt natürlich für alle. Ihr geht langsam mit den Armen nur so weit in die Beugung, dass ihr den Stütz halten könnt. Für manche ist das überm Boden, aber für viele ist es vielleicht nur ein kleines Stück. Wir legen nicht ab.
Und dann rollt sie über die Zehen drüber oder klappt die Füße um. Geht sie in die hohe Kobra mit der Einatmung, Knie immer weg vom Boden und aus in die Fahrstellung. Atem fließt. Wenn es notwendig sein sollte, öffnet ab und zu den Mund. Ihr werdet vielleicht öfter an den Punkt kommen heute, dadurch, dass wir die Positionen länger halten, so ein bisschen uns steigern. Da kann ein Ausatmen über den Mund schon ein großer Unterschied sein. Ihr springt oder steigt mit der Einatmung vor, hebt den Oberkörper wieder an, ausatmen, nochmal eine tiefe Vorbeuge. Einatmen, nach oben anheben über die Arme, aufrichten und ausatmen, Samastiti. Ihr macht einen letzten Sonnengruß ganz selbstständig, ohne Anleitung. Nehmt die Variante, die möglich ist, die forderndste Variante, die euch für möglich ist. Das heißt, das Stützhalten geht, glaube ich, für jeden und das Umlegen. Vielleicht könnt ihr den Stütz ein bisschen knapper über dem Boden halten. Manche können eventuell schon rollen über die Zehen, andere müssen die Füße umlegen. Und dann wieder in der Fahrstellung bleiben. Rollt nur über die Zehen drüber, wenn das schon möglich ist. Also so wie Gerald, es ist gerade so an der Grenze, wo man vielleicht eher noch umlegt. Weil sonst geht es auf Kosten der Öffnung in der Kobra. Und die ist ganz wertvoll. Wenn die Schultern zu weit dann vorne sind, ist vielleicht das Umlegen noch die bessere Variante. Könnt es jederzeit für euch beenden. Wir treffen uns im Stehen. Und dann gehen wir direkt in die erste Stehposition. Ihr nehmt die Hände Richtung Beckenrand, öffnet mit der Einatmung hüftbreit über die Füße. Und senkt mit dem Ausatmen ab, greift die großen Zehen. Einatmen, den Oberkörper lang machen und ausatmen, schließen. Da bleiben wir sozusagen bei diesen zwei Varianten. Das heißt, ihr habt jetzt den Griff um die große Zehe, denkt dran, dass die Schultern aktiv wegziehen von den Ohren. Der Scheitel arbeitet Richtung Boden, das Becken wieder Richtung Decke. Trishti ist die Nase. Und wir öffnen gemeinsam mit der nächsten Einatmung in die halbe Vorbeuge. Und dann versucht sie, die Handflächen unter die Füße zu holen. Möglichst weit, auch wenn die Knie dafür beugen müssen. Und dann wieder den Oberkörper Richtung Beine schließen. Also du kannst, Helga, ruhig weiter die Handflächen drunter holen, sodass eigentlich auf der gesamten Handfläche der Fuß aufsitzt. Traut euch, das Gewicht sanft nach vorn zu verlagern. Und einatmen, den Oberkörper wieder lang machen. Aus, die Hände einstützen. Einatmen, richtet euch auf. Und ausatmen, schließen die Füße. Wir öffnen mit dem Einatmen in Trikonasana. Drehen den rechten Fuß aus, strecken nur mal die Arme zur Seite. Geht's noch nicht nach unten.
Wir werden uns da jetzt, wie gesagt, immer wieder ein bisschen steigern. Also geht es am Anfang nur so weit, dass die rechte Hand knapp und das Knie absenkt. Weiter gehen wir nicht, auch wenn wir weiterkommen würden. Der linke Arm zieht zur Decke. Versucht in eurer Vorstellung eine schöne senkrechte Linie zu bekommen in die Arme. Die linke Schulter zieht weg vom Ohr. Und wir bleiben, ihr streckt noch einmal ganz bewusst die rechte Körperseite, auch wenn das ungewohnt ist. Und dann zieht ihr die rechte Hand tiefer. Wer kann, greift die große Zehe. Und ansonsten geht es ein Stückchen tiefer. Bleibt es aber in der Streckung über die rechte Körperseite. Das heißt, ich muss über die Hüfte schön tief kommen und da beugen. Der Blick kann hochgehen zur Hand, ihr könnt sie auch seitlich lassen. Und ausatmen, Blick nach unten. Einatmen, drehen wir über die Füße zur anderen Seite. Ausatmen, wieder nur knapp und das Knie mit den Fingerspitzen der linken Hand. Wir nutzen das. Ihr öffnet über die rechte Hüfte. Dreht den Oberkörper so, dass er seitlich aufmacht. Ihr holt wieder rechte Schulter weg vom Ohr und dann geht ihr langsam tiefer mit der Ausatmung. Aber verliert nicht die Öffnung im Oberkörper. Das heißt, die Endposition wäre der Griff um die große Zehe. Aber viel sinnvoller ist es oft, ich gehe nicht zu tief. Denkt dran, ihr wollt über die linke Körperseite die Streckung spüren. Und ausatmen, löst der Blick. Einatmen, bereiten wir für die gedrehte Haltung vor. Linker Fuß ganz nach innen, rechter nach vor, vielleicht ein bisschen nach außen den rechten Fuß. Und wir gehen wieder mit der linken Hand nur knapp und das rechte Knie. So dass ihr viel Möglichkeit habt zu rotieren. Der Oberkörper dreht und der rechte Arm kann, muss natürlich nicht heben. Spürt die Länge über den ganzen Oberkörper in der Vorder- und Rückseite. Spürt den Druck über die linke Ferse, über die hintere Ferse in den Boden und verliert den nicht, wenn ihr jetzt langsam tiefer geht. Entlang vom Schienbein, vielleicht sogar zum Riss. Vielleicht für manche von euch außen neben dem rechten Fuß zum Boden, auf die Fingerspitzen, vielleicht auf die Handfläche. Macht nicht zu viel, büßt nicht die Rotation, auch nicht die Öffnung über die rechte Brustseite ein und stabilisiert euch. Ausatmen, geht der Blick nach unten. Sehr gut. Einatmen, drehen wir rechter Fuß ganz nach innen, linker nach außen. Und wieder die rechte Hand nur knapp und das Knie vom linken Bein. Der Oberkörper kommt in die Länge und dann dreht er. Denkt dran, Länge und dann Rotation. Der linke Arm hebt oder auch nicht. Aber die linke Brust öffnet wieder die Brustseite. Die Schulter zieht weg vom Ohr. Der Blick geht zumindest zur Seite, vielleicht über die linke Schulter hoch Richtung Decke und langsam. Greift ihr für euch eine Etage tiefer. Rollt nochmal die Schulter weg vom Ohr, vom linken Arm. Macht nochmal den Nacken lang. Und aus dem Blick nach unten. Einatmen, aufrichten. Ausatmen, Samastiti. Wir öffnen mit dem Einatmen einen großen Schritt nach rechts, wie in die zweite Kriegerhaltung. Das heißt, der rechte Fuß dreht noch aus,
das rechte Knie beugt, sodass es genau über der Ferse steht. Bleib einmal in der Kriegerhaltung, Julia, und öffne es über die linke Hüfte. Genau. Macht den Schritt möglichst weit. Vielleicht könnt ihr mit dem rechten Oberschenkel noch mehr parallel zum Boden gehen. Sehr gut, Judith. Katharina, beug noch ein bisschen das Knie. Geh tiefer mit dem Becken. Und dann bringt ihr den rechten Unterarm auf den Oberschenkel. Verlängert sie über den linken Arm, die ganze linke Körperseite und streckt sie nach vorne. Also der Arm steht nicht senkrecht. Und öffnet über den Brustraum links. Zieht den Arm ein bisschen mehr nach hinten. Der Blick kann seitlich bleiben. Beug wieder mehr, Katharina, im Knie. Genau. Dann lasst ihr die rechte Hand Richtung Boden außen ziehen, aber knapp über dem Boden bleiben die Fingerspitzen stehen. Ihr müsst weiterhin gut halten übers Becken. Über die Beinmuskulatur. Wenn es zu viel wird, geht es dazwischen raus und wieder rein. Und dann dürft ihr die Fingerspitzen oder die Hand, wenn das noch möglich ist, am Boden absetzen. Manche können vielleicht die flache Hand nehmen. Geht Ulrike Katharina außen zum Bein mit dem rechten Arm? Genau. Und schaut, wo ist es sinnvoll? Wenn euer linkes Knie einsinkt, wenn die Hüfte einsinkt, wieder ein Stückchen höher. Super. Und dann langsam lösen. Einatmen, kommt nach oben, dreht es über die Füße. Ausatmen, zuerst Kriegerhaltung, dass wir ein bisschen wieder an der Beugung zuerst im linken Knie arbeiten. Und dann legt der Unterarm ab. Achtet immer wieder drauf, dass ihr tief bleibt über die linke Hüfte. Der rechte Arm zieht jetzt nach vorn. Der Blick geht zur Seite, noch nicht zur Hand. Nina, probier den Schritt weiter zu machen. Setz einfach den Fuß ein bisschen nach hinten, genau, und tiefer übers Becken. Dann nehmt ihr die Hand außen bis auf die Ihre, du kannst innen gehen. Vom Bein Richtung Boden, setzt es mal noch nicht auf und schaut, so wie tief bleiben könnt über die Hüfte. Bettina, könntest den Schritt auch sicher noch weitermachen. Und dann setzt ihr die Fingerspitzen, falls das möglich ist, oder sogar die flache Hand ab. Ich kann mir natürlich über einen Block helfen, über einen Polster, also wenn nicht viel fehlt zum Boden. Aber es schadet auch nicht, die Hand über dem Boden in der Luft zu halten. Es ist nur um einiges anstrengender. Wer möchte, nimmt den Blick noch nach oben, Richtung Hand, wer wirklich tief gegriffen hat. Und dann mit einer Ausatmung den Blick nach unten. Wir drehen mit dem Einatmen zur anderen Seite. Der linke Fuß dreht ganz nach innen, der rechte nach vor. Das rechte Bein beugt wieder und die Hände falten einmal vor dem Brustkorb. Wir heben die linke Ferse ganz bewusst jetzt ein Stück vom Boden ab, sodass sie nach oben schaut. Ihr könnt jederzeit Judith aufs Knie, sonst gehen wir dann erst aufs Knie, wenn wir tiefer in die Rotation gehen. Und ihr rotiert mit diesen gefalteten Händen einmal übers rechte gebeugte Bein drüber, sodass der linke Oberarm ablegt. Die Handflächen geben Druck ineinander, der rechte Ellbogen zeigt ein bisschen mehr zur Decke. Und ihre halt schön vorsichtig nur so weit, wie sich's noch okay anfühlt. Dann gehen wir bewusst kurz aufs linke Knie mit der Ausatmung nach unten. Und nehmen die rechte Hand zur rechten Hüfte. Der Daumen ist innen von der Hüfte, also am Oberschenkel. Und die Hand kann stützen und so ein bisschen Druck geben. Und ihr versucht euch durch dieses Wegdrücken ein bisschen weiter hineinzudrehen mit dem Oberkörper. Vielleicht so weit, dass ihr jetzt mit der linken Hand schon Richtung Boden ziehen könnt. Der linke Arm streckt gegen das aufgestellte rechte Bein, nicht davor. Katharina, geh aufs Knie hinten. Genau. Dann kommt sie mal da wirklich gegen das aufgestellte Bein an. Helga auch. Wir sind hinten am Knie.
Das linke Knie ist am Boden, Helga. Linkes Knie am Boden. Genau. So dass ihr mal die Möglichkeit habt, mit dem linken Arm gegen das Bein zu schieben. Lasst euch Zeit. Arbeitet das Uddiyana-Bandha immer wieder tief nach innen. Und dann schaut mal, ob ihr den rechten Arm strecken könnt nach oben. Senkrecht. Gut atmen. Dann, und ihr müsst nicht weitergehen, schaut, ob ihr das linke Bein wieder strecken könnt. Helga, du willst von außen gegen das rechte Bein schieben. Also der Arm will nicht vorne, sondern der Oberarm wirklich außen sein. Genau. Deshalb ist es sicher für viele zu viel, dann auch noch das Bein wieder zu strecken. Und wer noch den Schritt weitergehen möchte, zieht den rechten Arm nach vor. Ein paar habe ich noch. Die Julia muss durch. Fühlt euch angespornt. Sie ist auch noch drin. Und ausatmen, lösen. Einatmen, drehen wir zur anderen Seite. Das linke Bein beugt, die rechte Ferse ist in der Luft, die Hände falten. Wir drehen drüber. Sanfte Rotation. Schaut, ihr wisst jetzt, was kommt, teilt euch so ein bisschen die Kraft ein. Vielleicht ist es auf der Seite bis zum Schluss möglich, dass ihr bei der Übung bleibt, in welcher Form auch immer. Bevor ihr auflöst, geht es einen Schritt zurück. Ulrike macht den Schritt ein bisschen weiter und dann bringt euer rechtes Knie zum Boden, lasst aber die Zehen aufgestellt. Stützt mit der linken Hand in der linken Hüfte ein, drückt euch weg und schiebt euch ein bisschen mehr in die Rotation. Da kann ich den Oberkörper kraftvoll drehen und die rechte Schulter noch mehr zur Außenseite vom linken Bein holen. Und dann zieht die rechte Hand zum Boden, ohne dass der Arm nach vorne rutscht. Atmen, immer wieder Uddiyana Bandha nach innen, tief atmen. Dann zieht der linke Arm zur Decke. Bleibt da, wenn das genug ist, oder faltet wieder die Hände. Oder hebt das rechte Knie nochmal an und streckt das rechte Bein. Gut weiteratmen. Vielleicht wollt ihr sogar den linken Arm noch nach vorne holen. Wieder über den Kopf drüber. Super. Bleibt dort, wo ihr noch halten könnt und atmet. Und dann löst es mit einer Ausatmung den Blick, kommt es mit einer Einatmung hoch und steigt es mit dem Ausatmen nach vorn. Wir öffnen gleich in die Kretsche. Einatmen, ausstützen die Hände ein. Ein hebt der Oberkörper an und aussenken wir in die Vorbeuge ab. Greifen mit den Händen eher vor den Füßen jetzt einmal zum Boden. Ein, nochmal halbe Vorbeuge. Und ausatmen. Ruhig sanft schließen zu Beginn. Arbeitet die Schultern weg von den Ohren. Gibt es ein bisschen mehr Druck mit den Handflächen. Bringt die Ellbogen parallel zueinander. Also die drehen Helga nach innen. Die Ellbogen. Genau. Dann hebt es mit der Einatmung nochmal den Oberkörper an und setzt jetzt die Hände so weit ihr könnt nach hinten, also auf Fußhöhe, vielleicht sogar Hinterfußhöhe für manche. Und schließt wieder die Vorbeuge. Genau. Traut euch, das Gewicht auch wirklich auf den Ballen zu halten und atmet weiter. Mit der Einatmung hebt den Oberkörper wieder an, ausstützt die Hände ein. Einatmen, richtet euch ganz auf. Und ausatmen, senken die Arme seitlich ab. Einatmen, heben wir die Arme wieder an. Ausatmen, stützen die Hände ein
Und ihr schiebt die Damen so weit nach hinten, dass sie sich berühren, so auf Höhe vom Kreuzbein. Ein, das Brustbein öffnen und aus in die Vorbeuge. Schulterblätter ziehen jetzt ganz aktiv zusammen. Ellbogen ziehen zusammen. Stellt euch vor, die Arme verlaufen parallel zueinander, soweit das möglich ist. Wir bleiben natürlich auch da lang. Das heißt, die vielen Kretschpositionen, wenn es euch zu viel wird in den Sprunggelenken, in den Beinen, Füßen, verändert es einfach ab und zu den Abstand. Erlaubt euch das jederzeit. Trishti ist durchgehend die Nase. Der Atem fließt. Mit der nächsten Einatmung kommen wir aus der Position wieder direkt hoch. Senken die Arme seitlich mit der Ausatmung ab. Einatmen, Arme anheben. Und ausatmen, greift sie hinterm Rücken ganz locker mit den Fingern ineinander. Nur die Finger, noch keine Faust machen. Ein, das Brustbein heben. Und aus in die Vorbeuge. Holt langsam die Arme ein Stückchen über den Kopf. Schaut einmal so vom Gefühl her eher, was geht leicht, was macht eigentlich die Schwerkraft, wenn sich der Oberkörper nach vorn neigt. Gut atmen. Und dann verlängert ihr noch einmal vom Gefühl her die Arme, wie als würde jemand ein bisschen anziehen. Und versucht so weit wie möglich die Handflächen jetzt zusammenzubringen. Wie so eine große Faust, die die Hände machen. Und jetzt zieht ihr aktiv über die Arme nach vorne unten. Wer auch zum Überstrecken so ein bisschen neigt, da ist diese Faustposition viel besser. Dann kommt sie nicht so in die Überstreckung in den Ellbogen. Dann behaltet die Variante auch in Zukunft eher bei. Und langsam richten wir uns mit der Einatmung wieder auf. Ausstützen die Hände am Beckenrand ein. Einatmen, Brustbein heben. Und die letzte Kretschposition. Wir greifen die großen Zehen in der Vorbeuge. Einatmen, Oberkörper anheben. Und ausatmen, schließen. Die Ellbogen beugen nach außen, der Schultergürtel ist lang, die Judith ist wieder da. Ich habe mich gewundert, wie lange du die Position halten kannst, Judith. Dabei war das Bild eingefroren. Die Judith hat am längsten vorher durchgehalten. Wir steigern uns ein bisschen, wir heben im Einatmen nochmal den Oberkörper an. Und ihr geht ein bisschen breiter in der Kretsche. Vielleicht gelingt es manchen von euch, die sehr offen sind, dass ihr den Scheitel jetzt zum Boden bringt. Wenn es nicht eine allzu weite Kretsche braucht, bringt es den Scheitel zum Boden. Genau. Die Zehen, Judith, fassen. Und dann verlagert das Gewicht ein bisschen mehr Richtung Scheitel. Aber seid natürlich achtsam, dass ihr die Balance nicht verliert. Und streckt noch mehr die Beine, sobald das Gewicht mehr am Scheitel ist. Das soll jetzt gescheit ziehen über die Beinrückseite. Gut atmen. Und gerade so, dass der Scheitel am Boden ist. Also geht es nicht zu weit für die, die sehr offen sind. Das darf so das Gefühl sein, ihr müsst ihn dorthin holen. Und das Gewicht, das ihr dort drauf verlagert, das hält ihn dann eh dort. Super. Ein, wieder vorsichtig öffnen. Ausatmen, Hände einstützen. Einatmen, nach oben öffnen. Und ausatmen, Samasthiti. Einheben die Arme seitlich an und wir falten entweder die Hände hinterm Rücken, da sucht sie euch jetzt gleich eine möglichst tiefe Position, wenn das nicht möglich ist. Arbeitet an diesem Greifen über die Unterarme. Aber ihr seid eh alle so schön offen.
Mit der nächsten Einatmung öffnen wir den Schritt nach rechts, so weit, dass der linke Fuß wieder nach innen dreht. Ein bisschen größer den Schritt, Jule. Und dann senkt sie in die Vorbeuge ab. Mit der Ausatmung. Das heißt, du drehst noch weiter, Helga, genau. Dass das Becken nach vorne schaut und die Hüften auf einer Höhe sind. Das heißt, vom Gefühl her zieht eure rechte Hüfte immer so ein bisschen nach hinten oben. Das Gewicht ist deutlich auch am rechten Fußballen und gleichzeitig schiebt die linke Ferse in den Boden. Die linke Hüfte zieht so ein bisschen nach vor. Der Nacken ist lang. Und wir steigern uns insofern, dass ihr euch beim Seitenwechsel jetzt Zeit lasst. Ihr kommt wieder hoch mit der Einatmung und versucht ein bisschen höher zu gehen über die Hände. Vielleicht könnt ihr ein bisschen nachrutschen oder wer die Unterarme greift, ein bisschen nachgreifen, schon Richtung Ellbogen oder Oberarm. Wir drehen zur anderen Seite und senken in die Vorbeuge ab. Und eine Möglichkeit noch zu intensivieren wäre immer wieder zu versuchen, die Handflächen zusammenzudrücken. Also wer schon die Finger nach oben ausgerichtet hat, es tut sich immer wieder so ein bisschen ein Abstand auf in den Handflächen, drückt zusammen. Kreuzt nicht die Daumen, wenn ich es richtig sehe, Anna, sondern die Hände drücken ineinander, nicht die Daumen verschränken. Und ein langsam hoch, ausatmen, Samastiti. Einatmen, heben wir das rechte Bein an, gebeugt. Wir steigern uns jetzt da, indem wir es einmal mit gebeugten Beinen machen, den ganzen Ablauf, und ein zweites Mal mit gestreckten, so gut es dann halt geht. Linke Hand stützt am Beckenrand ein. Und ihr seid am Knie. Mit der rechten Hand. Dann öffnen wir mit dem Ausatmen zur Seite. Spürt, was passiert im Oberschenkel. Ihr habt so eine Außenrotation im Oberschenkel. Die linke Hüfte dreht nicht nach innen mit. Die bleibt stabil. Das linke Bein bleibt stabil. Der Blick könnte eventuell über die linke Schulter drehen, wenn ihr möchtet. Mit der Einatmung den Blick und das Bein wieder zurück zur Mitte. Ausgreift ihr das Knie und zieht den Oberkörper und das Knie zusammen. Dann richtet sie mit dem Einatmen den Oberkörper wieder auf und mit der Ausatmung streckt das rechte Bein nach vorne. Beide Hände stützen ein. Oberkörper neigt nicht nach hinten. Streckt noch ein bisschen Nina im Bein, da geht noch was. Super. Und aus, abstellen. Einatmen, linke Seite, bevor wir uns dann wieder ein bisschen steigern. Das linke Bein hebt gebeugt an, die rechte Hand stützt ein. Arbeitet an der Länge im Standbein und an der Aufrichtung im Oberkörper. Ganz wichtig, wenn wir dann das Bein versuchen zu strecken, dass wir uns daran orientieren. Dass wir auch im Oberkörper möglichst aufrecht im Schulterbereich offen bleiben. Wir öffnen zur Seite. Wenn ihr könnt, dreht der Blick über die rechte Schulter. Nicht nur die Augen, sondern wirklich den Kopf drehen. Ihr könnt natürlich auch den Blick gerade lassen. Öffnet es nochmal an, also arbeitet es nochmal an der Höhe im linken Bein, bevor wir zurückgehen zur Mitte. Und ein zur Mitte, aus das Knie mit beiden Händen Richtung Oberkörper heranziehen. Ein, dann wieder den Oberkörper ganz aufrichten und ausstreckt das Bein.
Ob ihr die Zehen streckt oder heranzieht, entscheidet ein bisschen abhängig von der Höhe. Macht es am Anfang mehr Sinn, die Zehen ziehen heran. Und wenn das Bein schon sehr hoch ist, könnt ihr sie wegstrecken. Und ausatmen, abstellen. Wir wechseln wieder. Links ist das Standbein. Ihr könnt bei der gebeugten Variante bleiben. Aber jetzt am Anfang, glaube ich, kann jeder von euch zumindest die große rechte Zehe von innen, geht der Arm hin und ihr greift die große Zehe. Ich glaube, das ist für jeden möglich. Genau, ihr könnt auch gerne mit einem Band zum Beispiel arbeiten. Ne? Vielleicht reicht ein Socken, den ihr rundherum nehmt. Oder ihr begnügt euch damit, dass das Bein nicht ganz strecken kann. Wer kann, streckt, soweit das möglich ist. Von der Richtung her will ich nach vorne und das ist nicht leicht, man geht gern so ein bisschen nach außen. Die linke Hand stützt ein, denkt an die Aufrichtung, denkt an die Außenrotation jetzt übers rechte Bein, wir öffnen zur Seite. Wenn ihr das nicht halten könnt, wechselt ihr aufs Knie. Das heißt, da, Helga, könnt ihr dann einfach wieder beugen und aufs Knie wechseln. Dass ich so eine Variante habe, genau. Vielleicht geht der Blick auch zur Seite, dann geht er jetzt wieder zur Mitte ein, das Bein zur Mitte. Gestreckt oder gebeugt mit der Ausatmung schließen Oberkörper und Bein zueinander. Dann richtet sich der Oberkörper wieder auf und erst dann löse ich den Griff mit der Ausatmung. Streckt nochmal das rechte Bein nach vor, hebt das Brustbein, zieht die Schultern nach unten. Das heißt, da vielleicht dann schon loslassen, Claudia, dass du die Kraft im Bein auch aufbaust, nicht nur die Öffnung. Und ausatmen, absetzen. Einatmen, hebt das linke Bein. Ihr beugt und greift von innen die große linke Zehe. Das ist, glaube ich, für jeden möglich. Die rechte Hand stützt am Beckenrand ein und ich schaue, ob ein bisschen Streckung im linken Bein möglich ist nach vorne. Vielleicht sogar schon nach oben gedacht, für die, die sehr offen sind. Dann könnte ich den Oberkörper zum Bein auch noch ein bisschen schließen. Dann öffnet ihr mit dem Ausatmen zur Seite. Ihr könnt jederzeit aufs Knie wechseln, bevor ihr zu instabil werdet. Super, Helga, genau. Es muss ja nicht weit zur Seite sein. Streckt euer Standbein. Ein, zur Mitte zurück, aus, Oberkörper und Bein in einer Form schließen, gebeugt oder gestreckt, ein, den Oberkörper anheben und aus, in der Luft das Bein nach vorn strecken. Die letzten Atemzüge, geht es nochmal höher mit dem linken Bein, mit dem Einatmen und dann stellt es mit der Ausatmung ab. Super. Wir wechseln wieder aufs linke Bein im Standbein und heben im Einatmen das rechte an. Wir gehen in diese sanfte Baumvariante. Der Fuß geht auf die Innenseite vom Unter- oder Oberschenkel. Also wenn der Oberschenkel nicht möglich ist, Unterschenkel. Noch kein halber Lotus. Wenn es euch zu viel wird im linken Fuß, meistens spürt man so im Sprunggelenk diese Spannung, wechselt es einfach dazwischen die Seite. Es ist viel, wenn wir immer das gleiche Bein belasten, wenn wir uns jetzt sozusagen steigern. Schaut einmal, dass ihr da die Balance findet. Die Hände können vor dem Brustkorb oder nach oben. Und dann greifen wir nochmal zum rechten Fuß und versuchen, entweder ein Stück höher zu gehen oder das Bein schon in den halben Lotus zu bringen. Das heißt, ihr legt jetzt den Fuß auf der Vorderseite vom linken Oberschenkel ab. Das Knie rutscht so nach hinten unten und die linke Hand bleibt am Fuß. Die rechte geht hinterm Rücken vorbei und greift Richtung linken Unterarm. Oder ihr bleibt im Baum. Entscheidet eigenständig. Wir lösen jetzt die linke Hand
Und entweder ihr traut sich schon in so eine leichte Vorbeuge oder ihr streckt die Arme zur Decke und faltet die Hände. Sucht euch eine Variante aus. Wer wirklich bündeln kann, der kann natürlich bündeln. Aber für die meisten Hände zum Boden, wenn das schon geht. Nacken loslassen, sobald die Hände am Boden sind oder die Arme strecken nach oben. Gut atmen. Sehr gut. Wenn nicht viel fehlt, kann ich mir natürlich wieder über einen Gegenstand helfen. Ihr könnt das linke Knie beugen. Wer gut drin ist, arbeitet an der Vorbeuge und versucht tiefer zu schließen. Die Hand, Nina, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Fußhöhe zu holen. Super, genau. Und langsam löst es wieder. Wer unten ist, beugt das Knie, rollt Wirbel für Wirbel hoch. Und dann können alle abstellen. Super. Einatmen, hebt das linke Bein. Der Fuß geht auf die Oberschenkel oder wenn das zu viel ist, Unterschenkel, Innenseite. Die Hände falten vielleicht zu Beginn einmal vor dem Brustkorb. Findet eine Höhe, wo ihr das Bein nicht halten müsst. Und spürt es ruhig auch wieder eigenständig. Wo könnte ich als nächstes hingehen? Wenn der halbe Lotus nicht möglich ist und mein Fuß schon ganz oben ist, vielleicht arbeite ich einfach verstärkt an der Außenrotation im linken Oberschenkel. Oder ihr geht jetzt in den halben Lotus weiter. Wer noch tiefer unten ist mit dem Fuß, kann vielleicht ein bisschen hochrücken. Die rechte Hand greift den linken Fuß von außen. Die linke Hand geht hinten herum. Auch da, ich könnte mal versuchen, mit der linken Hand entlang vom rechten Unterarm ein bisschen nach unten zu wandern. Vielleicht berühren meine Fingerspitzen schon den Fuß. Vielleicht kann ich sogar den Fuß greifen, so wie ihr es bei der Julia seht. Wenn ihr wirklich den Fuß fassen könnt, bleibt da in der Vorbeuge. Ansonsten gehen beide Hände zum Boden und ich lasse den Fuß los. Oder ihr bleibt stehen. Schön vorsichtig. Gut, Helga, nur schön vorsichtig, dass kein Druck Richtung Knie kommt. Genau, wenn der Fuß zu sehr rutscht, dann haltet ihn und probiert es trotzdem ein bisschen vorzubeugen, Gerald. Genau. Jederzeit langsam wieder aufrichten. Und lösen. Bleibt in der Atmung. Fokussiert wieder. Jetzt kommen diese Übergänge mit den Vinyasas. Das Vinyasa gestaltet ihr so, wie es für euch möglich ist. Denkt an den Beginn. Einheben die Arme. Ausatmen in die Vorbeuge. Ein halbe Vorbeuge. Aus, Sprung oder Steigen, Stütz oder Ablegen, kleine oder große Kobra und dann die Faust stellen. Wir versuchen einen Sprung in die Hocke oder zwei, drei kleine Sprünge mit der Einatmung nach vor. Die Arme heben an. Achtet darauf, dass die Knie hinter die Zehen rutschen. Die Hände müssen sich nicht treffen. Alles Möglichkeiten, wo ich tiefer gehen kann. Ich kann tiefer, Helga, in die Hocke, Anna, tiefer in die Hocke. Ich kann noch mehr den unteren Rücken vorschieben, noch mehr das Brustbein heben und die Arme zurückholen. Ich kann die Handflächen zusammenführen. Und noch einmal tiefer in die Hocke gehen und dann aus in die Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Wieder Sprung oder Steigen in den Stütz. Absenken, vielleicht knapp über dem Boden und die Füße umklappen und in die hohe Kobra. Variiert, aber atmet dazu. Und aus in die Fahrstellung. Bleibt ein paar Atemzüge.
letzten Stehpositionen, die Krieger, so kraftvoll wie möglich. Der rechte Fuß steigt nach vor, die linke Ferse dreht ein. Mit der Einatmung heben die Arme an, das rechte Bein ist gebeugt, die linke Hüfte zieht vor, die rechte zieht zurück. Das Becken sinkt tiefer. Julia könnte den Schritt vielleicht noch ein bisschen weitermachen. Ihr könnt natürlich mehr in die Rückbeuge, wenn ihr da noch ausbauen wollt. Also ein bisschen mehr den Brustkorb heben, den Blick eventuell zu den Armen. Anna macht den Schritt weiter, das sehe ich sogar von vorn, dass der zu kurz ist. Genau. Und einatmen, zur anderen Seite drehen. Die Arme bleiben oben, außer natürlich, es wird euch zu viel. Das linke Bein beugt tief. Katharina beugt wieder gut im Knie. Bringt den Oberschenkel fast parallel zum Boden. Lasst die Schultern wegarbeiten von den Ohren. Super. Und wenn es notwendig ist, atmet einmal durch den Mund aus. Sehe ich dich wieder, Ulrike. Und dann öffnet in die zweite Kriegerhaltung. Da könnt ihr auf jeden Fall ein bisschen nachsteigen mit dem rechten Fuß. Geht so weit wie möglich. Das linke Knie bleibt über der Ferse. Versucht tiefer zu sinken im Becken. Der Blick zieht über die linke Hand nach vor. Der Atem fließt. Die Schultern arbeiten nach unten. Ein bisschen anheben ihrer den rechten Arm. Und dann einatmen, dreht zur anderen Seite. Letztes Asana, letztes wirklich forderndes Asana. Geht so tief wie möglich, die Hüfte seitlich ausgerichtet. Super. Der Blick zieht über die rechte Hand nochmal nach vor. Michaela, gibt es euch dieses Ziel auch da im Blick? Genau, ihr könnt euch gegenseitig helfen, Helga, das ist gut. Und dann ausatmen, kraftvoll ins Vinyasa. Versucht es noch einmal nicht am Boden abzulegen. Haltet den Stütz, egal wo. Und arbeitet, Ulrike, kraftvoll die Beine, dass ihr da nicht so beugt in den Knien. Ihr legt die Füße um und öffnet. Genau, und dann kraftvoll in die Fahrstellung. Schieben aus den Armen. Super. Mit der Einatmung kommen wir ins Sitzen. Mit der Ausatmung in den langen Sitz. Wir ziehen die Füße ein bisschen heran und beugen die Knie sanft nach außen. Und gehen in diese sanfte Schildkrötenposition. Also nur eine Vorbeuge. Jetzt erlaubt es euch nicht zu viel zu machen. Der Körper ist sicher sehr offen, der sinkt jetzt von selber immer tiefer in diese Position hinein. Lasst es los in den Hüften. Wenn sich eine Seite schwer tut, ihr könnt auch was drunter schieben. Die Hände sind irgendwo bei den Unterschenkeln oder Füßen und der Kopf hängt. Wenn nicht viel fehlt, könnt ihr auch mit den Händen so eine Art Stütze bauen und den Kopf drin ablegen. Bei manchen geht sich vielleicht wirklich schon dieses Ablegen auf den Füßen aus. Macht euch nichts draus, wenn es noch weiter weg ist. Spürt es für euch, ob ihr dorthin kommt, wo ihr nicht mehr das Gefühl habt, ihr wollt so anders hin. Wirklich ankommen in der Position. Verlängert den Atem.
Und dann rollt es Wirbel für Wirbel hoch. Wer möchte, kann ein letztes Vinyasa machen, bevor wir ins Liegen gehen. Könnt natürlich da auch nochmal kraftvoll durchgehen. Seid euch bewusst, welche Variante ihr wählt. Auch wenn es eine ganz sanfte ist. Und dann kommt es ins Sitzen mit der Einatmung. Wir legen mit der Ausatmung am Rücken ab. Und wir nehmen die Fußsohlen zusammen, ähnlich wie vorhin im Sitzen. Und lassen die Beine nach außen fallen. Wenn das unangenehm sein sollte, wenn sich da zu viel Spannung aufbaut über die Oberschenkel, über die Hüften, schiebt euch eine Decke oder ein Polster rechts oder links drunter. Manchmal ist es eh nur eine Seite, wo ich weiß, da macht sonst die Hüfte zu statt auf. Wir nehmen die Hände auf die Oberschenkel. Ihr könnt die Augen schließen. Und ich führe euch ein paar Mal durch die Übung durch und wir werden uns langsam über den Atemrhythmus ein bisschen verändern und das Ausatmen bewusst verlängern. Die Bewegung schaut so aus, dass wir mit der Einatmung noch in eine Körperspannung gehen. Ihr zieht die Arme nach hinten, ihr gebt über die Fersen Druck ineinander und aktiviert den Beckenboden. Das heißt viel Körperspannung mit der Einatmung. Und mit der Ausatmung kommen die Arme nach vor und ihr lasst es los über den Beckenboden und auch diesen Fersendruck. Ein, die Arme nach hinten, Fersendruck, Beckenboden aktiv anheben. Und ausatmen, Arme nach vor und entspannen. Einatmen. Und aus. Wir beginnen, dass wir auf drei ein- und auf drei ausatmen. Ein, zwei, drei und aus. Zwei, drei. Wieder ein, zwei, drei und aus. Zwei, drei. Ein, Beckenboden, Fersen. Auf vier, aus. Zwei, drei, vier. Auf drei, ein, zwei, drei. Auf vier, aus. Zwei, drei, vier. Auf vier, ein, zwei, drei, auf fünf, aus, zwei, drei, vier, fünf, auf vier, ein, zwei, drei, wieder auf fünf, teilt es euch ein, fünf. Auf vier, ein, zwei, drei, vier. Auf sechs, aus, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Augen schließen. Auf vier, ein, zwei, drei, vier. Loslassen auf sechs. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Auf vier, ein, zwei, drei, vier. Wir versuchen auf sieben aus. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Auf vier, ein, zwei, drei, vier, sieben, aus, zwei,
3, 4, 5, 6, 7. Auf 4 ein, 2, 3, 4 und auf 8 doppelt so lange. 4, 5, 6, 7, 8. Auf 4 ein, 2, 3, 4. Auf 8 aus, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ein letztes Mal für euch. So lange aus, wie es euch möglich ist, auch wenn 8 zu lang sein sollte. Und dann lasst es los, legt es in Shavasana ab. Ihr könnt gern nochmal die Knie zur Brust heranholen, jetzt nach dieser längeren Außenrotation. Sucht euch eine angenehme Schlusshaltung. Möglichst viel Weite. Die Arme strecken zur Seite, die Knie gehen auseinander. Fallen nach außen, genauso wie die Füße. Lasst euch Zeit, schaut, dass ihr es wirklich bequem habt. Und auch da, es darf natürlich ein bisschen dauern, bis ihr in dem Zustand seid, wo ihr das Gefühl habt, ihr müsst jetzt nirgends anders sein als in dieser Position, in diesem Zustand des Loslassens, Weichwerdens. Shiva, 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 Shambho, Shiva, 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 Shambho, Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Langsam beginnst dann wieder hineinzuspüren. Beginnt euch durchzubewegen. Lasst euch Zeit. Macht die Bewegungen, die euch angenehm sind.
Vielleicht könnt ihr ins Üben das auch so ein bisschen integrieren, die nächsten Male. Dass manchmal durchaus sinnvoll ist, weniger zu Beginn zu machen, um überhaupt zu spüren, wohin kann der Körper gehen, was ist sozusagen ein gesundes Mehr, ein sinnvolles Mehr. Sich so langsam in einem Asana auch zu steigern. Wir kommen dann ins Sitzen langsam zurück. Schließen die Augen und falten die Hände vor der Brust. Und verneigen uns zum Abschluss vor uns selbst und voreinander. Dankeschön.